Hallo, ich möchte euch in diesem Video meine Monatsfavoriten aus dem August vorstellen und ich denke, wir fangen auch einfach gleich an, ohne lang rumzulabern. Und Nagellack ist ganz gut zum Anfang. Also, ich habe jetzt mal so an Basics sehr gerne benutzt, die von Essence, die 27 Nail Base und als Topcoat den, wie heißt dieser berühmte Nagellack, der Studio Nails Better Than Gel Nails High Gloss. Super, damit hält mein Nagellack länger, also bei mir ist es leider generell so, dass er nur 2-3 Tage hält und damit schon so 4-5 Tage aushält, aber ich bin generell bei jemand, der Nagellack, der splittert immer, keine Ahnung, total schnell einfach nur ab. Die Farbe, die ich auf meinen Fingernägeln habe, ist Lights von Essie. Das ist jetzt LE, also ihr findet den Lack oben in diesem LE-Aufsteller. Da bei DM zum Beispiel einfach, ich glaube bei Douglas gibt es Essie auch. Und ich finde den geil, die Farbe ist toll und ich habe verglichen, dass sowas gibt zum Beispiel bei Catrice nicht so eine geile Farbe und deshalb musste sie einfach mit. Ich glaube bei China Glaze gibt es so einen ähnlichen, aber ich finde Essie-Lacke gehen jetzt eigentlich schon preis. Also es ist klar immer noch teuer. Aber ich finde, die lassen sich sehr gut lackieren, der Pinsel ist gut, ja. Und ich mag die eigentlich genauso gern wie Catrice-Lacke mag ich auch sehr gerne. Aber Essie-Lacke sind auch nochmal einen kleinen Tick vorher, weil die Farben mir einfach so ein bisschen besser gefallen. Ja, dann eine Kur, die L'Oreal Everpure, ich habe die schon gesehen. Ich habe die jetzt einen Monat lang gebraucht, ihr seht schon die Abnutzungserscheinung. Die riecht so nach Kräuter, nach Rosmarin, finde ich geil. Und das Lustige ist, hier steht drauf, respektiert die Haarfaser. Alles klar, okay. Aber ich finde diese Kur auch wirklich gut, die ist ein bisschen teurer. Ich hatte da so ein, irgend so ein Coupon oder so von PayPal, das war ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht, ob sie mir noch mehr kaufen würde, aber ich mache es immer so, dass ich eine Kur kaufe, die benutze, bis sie leer ist, eine neue kaufe. Aber ich finde die eigentlich ganz gut. Meine Haare fühlen sich kräftiger an und nicht so zugepackt. Also, ja, finde ich gut. Und ein weiteres Produkt, um das ich nicht leben kann, ist das No Drought Trockenshampoo von Lush. Ich habe es jetzt zwei Monate benutzt. Es ist schon hier. Es ist relativ teuer, also alle Preise stehen in der Infobox. Aber ich finde, es ist wert, weil ich habe zum Beispiel auch sowas hier von Balea, so Spray. Und ich finde, das macht erstmal mehr einen Grauschleier und es ist total schnell leer. Hier sind 115 Gramm drin und es hält wirklich lange und ich finde, es macht auch nicht so einen Grauschleier. Ich könnte es mir auch nur einbilden, weil ich, ja, ich finde diesen Duft einfach so geil. Ich benutze jeden Tag Trockenshampoo, also wenn ich mir wirklich an dem einen Tag die Haare gewaschen habe, dann benutze ich abends schon Trockenshampoo. Einfach, dass meine Haare, länger frisch bleiben. Und ich schaffe es damit, meine Haare ungefähr nur zweimal die Woche zu waschen und seitdem ich das mache, sind sie viel, viel kräftiger geworden und fühlen sich auch besser an. Also ich kann euch nur empfehlen, wascht eure Haare auf keinen Fall jeden Tag, maximal jeden dritten oder jeden zweiten. Jeden zweiten, dritten, ja, aber je länger ihr es aufhaltet, gerade mit Trockenshampoo, ist super für eure Haare. Also ich bin auch kein Fan, die eine Woche lang nicht zu waschen, weil da wird es mir zu eklig, aber so 4-5 Tage kriege ich hin, wenn ich dann vielleicht am letzten Tag einfach einen Dutt mache oder so und dann ist kein Problem. Meine Lieblingsfoundation war die Vita Lumiere Aqua von Chanel. Ich weiß, die ist relativ teuer und ich habe mich erschreckt, schaut mal, wie klein die ist. Das ist meine Hand, das ist die Foundation. Da sind nur 30 ml drin, ne? Aber ich finde sie einfach so geil. Meine Haut sieht dadurch einfach so toll aus, einfach so ein Puppenteer, also wirklich keine Poren mehr, also einfach so schön und die Deckkraft ist aber auch nicht so zugekleistert. Ich habe die hellste Nuance, also die es in Deutschland gibt, ich schreibe euch alles in die Infobox und so weiter, Preis und welche Nuance und so weiter. Und ich finde sie wirklich gut, aber sie ist halt sehr klein, da ist nicht viel drin. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie nachkaufe, weil sie ist wirklich sehr teuer. Aber das Ergebnis ist einfach so toll. Ja. Ein günstiges Make-up, was ich auch gerne getragen habe, war das Ultimate Moisture Fresh Skin Make-up. Ja, das war ein bisschen zu dunkel, also die hat mehr so meine Hautfarbe. Und dann, was ich empfehlen kann als Concealer, ich habe die Full Coverage Foundation von MAC. Die gibt es auch nur im Pro Store. Ich habe da auch schon ein Video zugedreht in meinem Haul. Ich kann euch den hier einfach verlinken.
da habe ich schon ein bisschen was zum Pro Store gesagt. Also ihr könnt die nicht online kaufen, aber einfach dort anrufen und bestellen. Und das ist einfach ein großer Studio Finish Concealer, den benutzen sehr viele, ja. Und man bekommt einfach mehr, also klar, es ist erstmal teurer, aber es ist natürlich viel mehr drin als in diesem kleinen Pöttchen. Und ich glaube, da kommt man ewig einfach mit aus. Und ich trage das dann einfach noch mit so einem Pinsel. Ich schaue gerade, ob ich ihn sehe, aber hier ist wieder Chaos hoch 10. Ich trage ihn dann einfach mit so einem Pinsel, so einem Foundation-Pinsel, trage ich den dann einfach noch ein bisschen so über meine Foundation drüber, an den Stellen, wo ich es brauche. Und dann habe ich ein super Finish einfach nur. Und das neue Puder, was ich habe, ist auch von MAC. Das ist das Mineralized Skin Finish Natural. Finde ich sehr interessant, weil das ist nicht matt. Also ich habe sonst immer nur mattes Puder benutzt. Das hat einfach noch so einen Schimmer. Also nicht wirklich so einen Glitzer, aber es hat so einen leichten, satinierten Touch. Und das heißt, dass das Gesicht nicht so matt erscheint. Und ich mag überhaupt nicht mehr, wenn mein Gesicht matt ist. Ich mag auch irgendwie nicht mehr so gerne matte Lidschatten. Ich mag es einfach immer funkelnd. Und dafür ist es perfekt. Und ja, ich habe noch keinen Puder in der Drogerie gefunden, was so wirklich diesen Effekt macht. Vielleicht kennt ihr ja eins. Also ich bräuchte wirklich was, das nicht so matt ist. Einfach so ein bisschen, ja. Ich mag es einfach lieber, wenn mein Gesicht scheint. Auch wenn wir gerade Sommer haben. Aber ich mache es einfach so, dass ich an den total heißen Tagen mich einfach nicht schminke. Und ich schminke mich halt dann nur abends zum Beispiel, oder wenn ich Lust drauf habe. Also ich muss mich auch nicht jeden Tag schminken. Ich habe auch eigentlich kein Make-up, was so wirklich für heiße Tage gedacht ist. Dann ziehe ich einfach eine Sonnenbrille auf und fertig. Mein liebstes Rouge, das habe ich eigentlich jeden Tag getragen, weil es so geil ist, ist Brit Wit von MAC. Und noch was Hochpreisiges, gleich kommen wir wieder zu günstigen Sachen. Das ist ein Creme Blend Blush und ich finde es so toll. Ich habe auch schon mal einen Creme Blush von NYX probiert. War ich nicht so überzeugt. Die von Essence, da habe ich von letztem Sortiment, habe ich auch ausprobiert, fand ich auch nicht so überzeugend. Aber das ist super, das ist so toll von der Konsistenz. Ich trage das mit so einem Synthetikpinsel auf, so auf die Wangen. Und es sieht so natürlich aus, das ist einfach unglaublich. Meine Kontur mache ich immer mit Ilamasqua Hollow. Das ist auch ein Cremeprodukt und dann den hier drüber. Dann halt ein bisschen Puder. Die Stellen pudere ich nicht, weil dann hat man einfach so ein natürliches Highlight. Dann glänzt es einfach viel schöner. Und ja, ich trage zum Beispiel auch sehr gerne Petticoat von MAC drüber auf. Noch ein sehr geiles Produkt. Das war so eins meiner ersten MAC-Produkte. Es hat so einen schönen Schimmer über dem Creme Blush. Hält es dann auch einfach den ganzen Tag. Ist so schön. Mein liebster Bronzer war von Catrice. Ist der Multicolor Blush. Hier. Der kommt in der Kamera immer ein bisschen sehr rosa rüber. Ist aber doch ein bisschen bräunlicher. Und mit dem Essence-Pinsel gehe ich dann auch immer hier so meine Kontur lang. Und es wirkt wie ein Bronzer. Ist aber nicht ganz so braun, weil ich sehe mit diesem braunen Gesicht schnell aus, als hätte ich mir Schlamm ins Gesicht geschmiert und das ist einfach schön, das ist Eiskaramell Macchiato. Da sieht man auch voll die Spuren schon drin, den habe ich auch als Lidschatten benutzt, einfach so ein bisschen in Lidfalte. Dann hat man so ein bisschen leicht rotbraunen, ja, Lidschatten habe ich in der 20 Euro Make-up Challenge gemacht, die kann ich euch auch nochmal hier verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Da habe ich den als Lidschatten benutzt. Ja, mein anderer Lieblingslidschatten war von MAC Patina und von Catrice Oops Nude It Again. Das ist so ein Champagnerton. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight und zwar dem Eyebrow Set von Catrice. So gut, einfach nur so gut. Ich habe endlich die perfekte Farbe für meine Augenbrauen gefunden und zwar ist es die hellste Farbe. Die sieht schon sehr aschig aus und es ist perfekt für Blonde. Es ist einfach nur perfekt, schaut mal. Ich habe vorher ja Omega von MAC benutzt und da hatte ich das Problem, es hat zwar in etwa gepasst, aber war einfach ein Ticken zu warm, wenn ich hier vorne dann das irgendwie nachgezogen habe, weil meine Brauen gehen nicht bis nach vorne, die hören ein bisschen vorher auf, dann hat man es immer gesehen und hier ist es einfach perfekt. Wenn ihr ein bisschen dunkler seid, könnt ihr auch die Farbe benutzen und es mischen. Also ich würde empfehlen, ihr nehmt das Helle einfach hier vorne und geht dann mit der Dunklen hier hinten drüber, wenn ihr halt ein bisschen generell dunkler seid. Ich kann das leider nicht machen, weil die ist mir schon zu dunkel. Deshalb finde ich das auch ein bisschen blöd in diesem Set. Also ich fände es schöner, wenn man zum Beispiel nur die einzeln kaufen könnte. Aber na gut, für den Preis absolut okay. Und hier bekommt ihr auch noch eine Pinzette und so ein Dingens. Ja,
keine Ahnung. Also ich finde die Pinzette Müll. Das Ding geht mal, aber hätte man sich sparen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen günstiger und dann hätte ich nicht auch in so einen Raschen. Ich trage das auf mit entweder mit dem Essenspinsel, also mit diesem Essens-Gel-Eyeliner-Pinsel. Damit ziehe ich meine Augenbrauen nach oder mit dem MAC 216er. Der ist jetzt gerade mit Gel-Eyeliner voll. Also ich wechsle immer mal so die beiden, nutze ich sehr gerne. Den Essenspinsel benutze ich eigentlich fast noch ein bisschen lieber, weil er einen sehr guten Widerstand hat. Also top zum Augenbrauen nachziehen. Und das Augenbrauengel dazu ist von Catrice, der Lash & Brow Designer. Ich habe endlich die richtige Kombination für meine Augenbrauen. Und seitdem mache ich meine Augenbrauen jeden Tag. Ich finde, es rahmt das Gesicht einfach so schön ein. Und jeder, der das noch nicht probiert hat, sollte es ausprobieren. Wirklich gut. Auch wenn man sich nur natürlich schminkt, die Augenbrauen ein bisschen machen, sieht eigentlich immer gut aus. Ja, und ich bürste sie dann auch nochmal mit so einer Mascara-Bürste. Die habe ich von der Deco. Bin heute schon so ein bisschen durch noch. Und dann vor. Mein liebstes Parfüm war von Biotherm Eau de Energie und Eau de Paradis. Das sind so Bodysprays, die halten zwar nicht so lange, aber im Sommer mag ich eh kein schweres Parfüm, dann sprühe ich mich einfach damit ein. Funktioniert super. Mein Lieblings-Eyeliner war diesen Monat nicht von der Deko, sondern von Essence, und zwar ist es der Liquid Ink. Den Tipp hat mir Janina gegeben. Der ist so super. Ich würde jetzt sagen, er ist besser als der von der Deko. Man kann sich fast gar nicht vermalen damit, weil die Spitze ist so schön dünn. Und dieser Pinsel ist so toll. Also er deckt erstens super, er ist total schwarz mit einmal auftragen. Und ich vermale mich überhaupt nicht mehr damit. Also so großer Tipp von mir. Und der ist so günstig und so toll einfach. Das ist mein Top-Produkt diesen Monat auf alle Fälle. Und zum Schluss noch mein Lieblingslippenstift. Das ist Angel von MAC. Man sieht schon, er wurde genutzt, er wurde von mir geliebt und ja, ich trage ihn einfach so gerne. Die Textur ist toll, das ist ein Frost-Finish. Ich habe vorher noch keinen Frost-Finish gehabt, weil da eigentlich immer so viel Glitzer drin ist, aber hier ist eigentlich gar kein Glitzer drin. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt unbedingt ein Frost-Finish ist, aber gut. Und noch ein Favorit von mir, ich wollte eigentlich nur einen Lippenstift zeigen, ich zeige euch aber sogar nochmal zwei. Der von Catrice, der The Nuder The Better. Als Nude-Farbe, wenn ich mal Nude tragen wollte. Und dann nochmal so was Natürliches ist hier der von Catrice, dieser Color Changing Lipstick. Auch sehr toll, wenn man nur so ein bisschen Farbe möchte. So, das waren meine Monatsfavoriten. Wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Produkttipps habt oder so, könnt ihr mir die in die Kommentare schreiben. Oder mich würde es mal interessieren, wo ihr dieses Jahr im Urlaub wart. Weil ich ja vom 26. August bis zum 1. September weg. Das habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, weil da kam mir trotzdem jeden zweiten Tag ein Video, weil ich halt vorgedreht hatte. Ja, war sehr schön und ich würde mich einfach mal freuen, wenn ihr mir vielleicht auch mal erzählt, wo ihr wart. Okay, das war jetzt mein Video und wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder. Tschüss! Hallo, ich habe einen kleinen MAC bzw. High-End Haul für euch heute. Und ich dachte mir, ich mache da ein gesondertes Video zu, weil viele meiner Zuschauer interessiert ja so hochpreisige Kosmetik nicht und...